So, wo kommt der Kapitalwert der endlich wiederholten Investitionskette her? Da ist ein Rechentrick dabei. Und zwar schauen wir uns eine m-malige Wiederholung einer Investition an. Und der Kapitalwert dieser m-maligen Wiederholung, den nennen wir C0K. So, die Originalinvestition, die wiederholt werden soll, ist die hier. Deren Kapitalwert ist C0. Ganz einfach. Dann, wenn wir das einmal wiederholen, ist der Kapitalwert dieser ersten Wiederholung C0 mal Q hoch minus N, weil die hat ja wieder den Kapitalwert von C0, aber nochmal N Perioden später, das müssen wir dann wieder auf heute abzinsen, ist mal Q hoch minus N. Und so weiter und so weiter. Die vorletzte Wiederholung ist dann C0 mal Q hoch minus M minus 2 mal N. Und die letzte Wiederholung, also die m-te Wiederholung, wird dann abgezinst mit Q hoch minus m minus 1 mal n. Okay? So, das ist der erste Ausdruck, den wir brauchen. Ich mache mal hier die Freihandsachen weg, damit Sie es besser sehen können. Der zweite Ausdruck, den wir brauchen, ist dieser Kapitalwert der wiederholten der Investitionskette erweitert um Q hoch n. Also beide Seiten mit Q hoch N mal nehmen. Dann haben wir hier so einen Ausdruck. Ganz einfach, ne? Wenn Sie hier mal Q hoch N nehmen, ist das hier. Wenn Sie das hier mal Q hoch N nehmen, kommt das hier raus. Und so weiter und so weiter. Das vorletzte und also das letzte wird dann eben zu dem Ausdruck hier. Da mache ich auch mal die freien Sachen weg, damit Sie das besser sehen können. Und wenn wir jetzt eben die zweite Zeile minus die erste Zeile nehmen, das ist einfach ein kleiner Rechentrick, den wir hier anwenden. Also C0k mal Q hoch n minus C0k. Dann erhalten wir eben so einen Ausdruck hier. Fast alles fällt weg, bis auf das C0 mal Q hoch n und das C0 mal Q hoch minus M minus 1 hoch N, also das vorletzte. Das hier bleibt übrig und das hier bleibt übrig. Da können wir jetzt wiederum auf der linken Seite ausklammern, Q hoch N minus 1. Und dieses Q hoch N minus 1 holen wir einfach rüber. Und dann haben wir schon den Ausdruck für den Kapitalwert der endlich wiederholten Investitionskette. Ist nichts anderes als C0 mal Q hoch N minus Q hoch minus N minus 1 hoch N. Also hier haben wir das, also haben wir C0 isoliert und der Zähler ist dann quasi das, was in der Klammer steht. Und im Nenner steht Q hoch N minus 1, das ist das hier, haben wir runtergeholt. Und das ist der Kapitalwert der endlich wiederholten Investitionskette.